Ja, meine Damen und Herren, Radio, ho, ho, und herzlich willkommen zu FTL oder auch Faster Than Light, beziehungsweise Kalendertürchen Nummer 14. Und heute wird ist die Aufnahme vom Freitag, den 13. Was meine ich eigentlich für einen Schwachsinn? Ich muss das denn jetzt machen. Passt schon. So, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Deswegen. Okay. Ship List. Cool, wir haben natürlich nichts. Oh, hier ist ein Penis. Ist ja auch cool. Habe ich irgendwann mal zu einem Humble Bundle. Wie komme ich wieder zurück? Auf Escape bestimmt, ja. Layout I, Typ 1. Aha. Hide Rooms. Okay. Also ich habe ein bisschen geguckt, was es wieder. Naja, wie das geht nicht ganz, aber okay. Ja. Und ansonsten, wir haben hier anscheinend irgendwelche Typen. Wir nehmen easy, weil ich habe, wie gesagt, noch nichts gemacht. Kann ich hier was machen? Nö, anscheinend nicht. Ach. Rename. Wie nennt man denn ein Raumschiff? Keine Ahnung. Nein! Dann eben so. Entenscheiß. So. Dann sind wir im Raumschiff Entenscheiß und starten. So, und ich weiß nur so viel, dass das in irgendeiner Form. So, wir haben hier die Leute, Steven, Garrick und Emma. Ich glaube, die hätten wir auch umbenennen können. Wir gehen, lassen den mal irgendwie da reingehen. Oder geht das so? Nee. Ah, so geht das. Garrick geht mal. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Das sind, glaube ich, die Schilde. Das hier ist Heal. Das ist Luft. Das ist irgendwas anderes. Anscheinend das Triebwerk oder so. Das sind die Türen, glaube ich. Die kann man auch frei aufmachen und so. Das ist irgendwas anderes. Egal, gehen wir da rein. Und der bleibt da. Und dann, ja, können wir jumpen gehen. Und zwar jumpen wir mal da. Und. You spot a small rebel ship nearby. It seems to have been refitted for transport rather than combat. Okay. Demand the surrender of their goods. Oh. Ja. They don't want to fight. They are trying to escape. Okay. Irgendwie muss man schießen. So. Wir schießen jetzt erstmal auf deren Dingsies und dann mal eben darauf. Dann kann man nochmal auf deren Schilde ballern. Boots und dann sind sie auch kaputt. Bam! Fuel, Missiles, Scrap. Okay, wir haben ein bisschen was gekriegt. Ist irgendwas kaputt gegangen bei uns? Nö, scheinbar nicht. Wir sind auch heil. Wir haben einen neuen Typen, der hat 150 Leben und den ballern wir mal eben in die Links. Und jumpen dann in die nächste Space Dings. Okay, reject their offer. Too bad. Okay. Dann brauchen wir wieder. Gehen wir wieder volle Kanne auf deren Geschütze. Ach. Ja, okay. So und. So, gehen wir darauf. Zack. Nachdem gehen wir darauf. Danach gehen wir darauf und mal schauen, was das wird. Deren Schilde sind, oh, schon im Arsch. Mann, die halten aber gar nichts aus. Fuel, Drone Parts und Scrap, okay. Haben wir noch einen neuen? Nee, haben wir nicht. Schade, wäre cool gewesen. Aber okay. Da sind wir gerade und wir können da lang. Gehen wir da lang. Shops gibt es hier anscheinend auch angeblich oder so.
Your scan reveal mining base on a nearby planet, long since abandoned. No life signs detected. Okay. Keine Lebensanzeichen, irgendwas mit Minen, aber okay. Und dann gehen wir mal eben exiten. Long range beacon. Beacon. Don't risk activating it. Moment. You find a red little automated scout, irgendwas. Oh, attempt to download. Ja, ja, egal. Einmal auf die. Volle Granate. Die haben scheinbar keine Schilde. Das heißt, die müssten wir eigentlich relativ. Die schießen natürlich volle Kanne. Das war jetzt völlig unnötig. Dann mal auf das Ding und auf das Ding. Unsere Schilde sind schon wieder da. Boom. Und deren natürlich nicht, weil die haben ja nichts. Missiles, Drone Pause, okay. Na. Wir könnten natürlich jetzt noch rum, aber wir können auch einfach exit. Next Sektor. Main. Civilian Sektor oder Mantis Control Sektor? Nehmen wir den zivilisierten. Keine Ahnung. Ne, weiß ich nicht, was sie mit Civilian meinen. Wahrscheinlich vielleicht ist das eine. Welcome to the new area. Ist auch schön. Bis jetzt war noch nicht. Da ist ein Store, da wollen wir hin. Okay. Lalala. Outpost below. Da können wir ein bisschen was gucken. Was haben wir denn hier? Fix. Fix all. Mal fix all. Alles reparieren. Dann können wir hier ein bisschen. Wie viel haben wir denn überhaupt? Da. Nee. Doch, das, sind das Hill oder? Nee, 77 haben wir davon, okay. Mhm. Das sind, glaube ich, neue Anti-Boom und Hermes. Require Power, Charge Time 14 Seconds. Der braucht natürlich ewig leider. Damage per Shot. Ist natürlich mega stark. Require Power, Damage per Room Hit, 0 Person. Okay, der geht auf die Gegner. Dann wir holen uns den hier. Haben noch 27 und was ist das hier? Drone Part oder ach, nee, das sind Powers your FTL Drive, One Jump per Fuel. Okay, wir haben 15 Fuel, brauchen wir eigentlich momentan nicht. Holen wir uns mal hier von 2 und dann closen wir und ja, Ship, open the ship, nee. Moment. Ah, not enough system power. Wo haben wir denn unsere Power? Ach, das ist Power wahrscheinlich, ne? Oder was? Moment. Lal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 a. Was haben wir denn hier? Engines charge. Charges the drive the bus. Oder ist. Ach, das ist Power oder was? I don't get it gerade, aber okay. Ich gehe mal kurz in den Store. Kann man hier irgendwas holen? Wahrscheinlich. Naja, gut. Dann Autofire kann man natürlich auch aktivieren, aber egal. Wir jumpen nach da. Und. Oh nein. Aha, okay. Turn and fight. So, gehen wir mal direkt. Oh. Wieder direkt auf deren Full Power. Okay. Auf die Schilde gehen wir mal und dann dem tatsächlich da drauf. Reparier du da mal. The enemy ship appears to powering up its. Das da, glaube ich. Oh, ist kaputt. Bam! Okay. Ja. The ship explodes, leaving behind, bla bla bla. Ich glaube, du musst raus da, oder? Kann das sein? Geh du da mal hin, du bist nämlich ziemlich tot. Du bist voll, du bist voll, du bist voll. Wir sind zum Glück, einer zum Glück im Schild. Ah, der ist geheilt. Was ist denn hier? Ist das immer noch kaputt oder? Nö. Okay, du gehst dann mal wieder da rein. Du bist wieder voll und kannst da reingehen. Und dann würde ich mal sagen,
jumpen wir wieder. So, zum nächsten Store. Du, du, bi, du, bi, du. Ist gerade ziemlich laut, aber ich glaube, ich bin noch laut genug. Only one other ship. It is Bacon. Nee, Beacon. Und irgendwas mit Damage. Okay, ja, wir haben eh nicht genügend. Könnten uns aber 6 hiervon holen. Fix, fix all. Ja, machen wir so. Einfach nur, um uns zu fixen. Und dann sollten wir eigentlich passen. So, gehen wir da lang. Mal schauen, wie lange ich hier zocke. Wie gesagt, das ist das erste Mal. Und leads to nothing. But empty space. Das ist doch schön eigentlich. Also semi. Man kann natürlich auch sagen, ja, ich möchte unbedingt Leute treffen und kämpfen. Arrived at the long range beacon. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Mhm. Ignore. Und next Sektor. Entweder gehen wir wieder in einen Civilian, dann kann man hier die ganze Zeit oben lang und dann irgendwann da ganz hinten. Hostile Nebula. Nebula ist scheiße, glaube ich. Da kommt man, kommen wir aber gar nicht mehr hin. Lalala, entweder gehen wir den oder den. Ist mir völlig egal, wir gehen nochmal in Civilian. Aha. Warum ist das hier hinten nicht rot? Whee! Cool. Ja, so kann man halt. Oh, gleich in Distress. Was ist denn das? Keine Ahnung. Wollen wir mal hin, ne? Lalalala. With the earth and escort them out of the field, okay? Okay. Ah, wir haben jemandem geholfen oder so. Glaube ich. Gehe ich mal von aus. Okay, dann gehen wir mal. Wir könnten jetzt in den Store. Ja, wir haben genug. Wir haben recht. Es lohnt sich, glaube ich. Wir haben genug Geld. Drone Control, Crew Teleporter. Ich glaube, der ist ganz geil. Den holen wir uns mal. Und close. Weil jetzt können wir nämlich hier mit dem Ding. Apropos, kann man eigentlich auch crewmäßig sich Leute kaufen? Sys Repair, Anti-Ship, Sell. Ach so, wir können auch Sachen verkaufen. Aber wir haben natürlich nichts zum Verkaufen. Insofern, meine Frage. Ich habe das Gefühl, also das Ding ist scheinbar, genau, not enough System Power. Das Shield wird dauerhaft repariert und das Ding hier. Wir bräuchten noch einen, das ist doof. Weil, dann könnten wir nämlich hier 2 und ich glaube, dann haben wir mehr Power. Naja, not enough power, auch da gehen wir mal eben, da sind, oh Gott, da ist überall Nebula, Nebelzeugs, aber ich glaube, wenn man da, dann kann man da lang oder mal außen rum, dann machen wir das, weil da sieht man nichts, das ist das Problem, im Nebel. Aha, okay. Dann will ich mal sagen, wir shooten directly on this shit, der hat nämlich glücklicherweise auch kein Schild. Super. Wollen wir mal gucken, ob es zufällig brennt? Nee. Das kann nämlich auch passieren, dass es brennt. So und so. Ah, Mist. Oh, ein Mist! Ja, genau. Okay, wir haben das. Fuel, Missiles und Scrap. Oder Crap. Nein, Scrap. Und... dann wollen wir jumpen. Ach toll, geht nicht. Ich wollte eigentlich da, aber okay, dann müssen wir so ein bisschen außen rum. Boom. Danger, danger, okay. Avoid the risk and wait to jump away. Oh, ja, wir haben jemanden. Sehr schön. Du gehst mit da rein. Yeah, wir haben einen neuen. Sehr gut. Jetzt müssten wir eigentlich... was heißt das eigentlich? Ah, okay. Ah, oh, ah, ah. Mhm. Okay. Dann können wir mal jumpen und zwar nach da. Dann sehen wir wieder, wenigstens wieder unser Schiff und alles. Ne?
you prepare to secure their cargo by force. They look like they don't want to fight, they are trying to escape. I don't care! Warum nehme ich eigentlich den aus dem da raus? Wir haben... Los, los, los. Reparier. Wenn du fertig bist... Dann gehst du da rein. Und dann... Lalalala, Schilde... Huch! Nein! Die sind abgehauen, die Penner. Okay. Machen wir da mal ein bisschen Power drauf oder so? Keine Ahnung. Und Schilde? Not enough Power. Da brauchen wir zwei, okay. Okay, ja. Ist interessant. Naja, Jump. Und zwar... Oh, was kommt da? Wir müssen flüchten. So. Oha, was ist denn das? Slaver. Okay, machen wir das hier. Wir werden so verlieren, glaube ich, aber... Oh nein. Okay. Geh du da mal mit rein. Dann attacken wir mal eben. Das Schöne ist... Oh. We surrender, take one of our slaves as private. If you destroy us, they'll all die anyway. Ja, ja. Dann machen wir das. Und jetzt verzieht euch, ihr Spastis. Dann haben wir nämlich noch einen Mitarbeiter. Das ist immer sehr schön. Du bist auch wieder heile. Du reparierst mal die Tür. Und kommen wir denn wenigstens irgendwo hin oder so? Bestimmt nicht. Doch, kommen wir. Ah, okay. Ist auch schön. Kann der reparieren oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Weil der macht irgendwie nichts. Ich gehe mal da eben hin. Und dann jumpen wir nach da. Und ja, mal schauen, was das wird. Lalalala, reject their offer. Was war das? Keine Ahnung. Aber das sah aus wie Minus, aber anscheinend greifen die uns trotzdem nicht an. Gut. Zwei Dings haben wir noch. Machen wir hier zwei drauf und dann passt das. Ah, jetzt haben wir... Okay. Hier sind... Keine Ahnung, woher wir die Power kriegen. Wir haben anscheinend keine Missiles mehr. Some weapons consume one missile when fired. Okay. Ich glaube, die hier, ne? No missiles, genau. Dann müssen wir uns dann demnächst ein paar Missiles kaufen. Aber wir haben erstmal ab Richtung Exit. Ah, wieder im Nebula. Scheißdreck. Gut, und dann Next Sektor. NG Home irgendwas. Und dann haben wir hier You are bababam. Quatsch mich nicht voll. Hier haben wir eine Menge. Und dort oben ist ein Store und da ist ein Store. Wir können da erstmal. Ist ja kein großes Problem. Continue. Und dann können wir uns ein paar Missiles holen. Und Heavy Laser 1 und was nicht alles. 55 haben eh nicht mehr genug. Wir fixen nochmal eben all. Und jo, dann müsste das eigentlich. Brauchen wir die eigentlich? Wofür brauchen die? Allow us to deploy drone. Schematics. You found each deployment costs one drone part. Ich habe keine Ahnung. Power, ja, FLT Drive. Ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt. Ich kriege ja eigentlich immer Hutz. Ja, gut, dann machen wir das. Gehen nach da unten. Und dann in den anderen Shop gleich. Da ist ja niemand irgendwie. Niemand ist da. Einmal in den Store gucken. Und dann mal gucken.
Cloaking Drone Control, okay. Und jetzt nochmal eine weitere Missile. Und dann geht's weiter Richtung Exit. Gut. You arrive near a small fleet of civilian energy ship assembled across. Huh? Message if you can help. Genau. Slightly shocked at your question, the leader. Okay, keine Ahnung, was wir jetzt bekommen haben. Gar nichts, glaube ich, oder so. I don't know. Du kannst. Was ist das eigentlich da? Weiß ich gerade gar nicht. Wo können wir den denn mal platzieren? Wir haben so viele Leute gerade und das ist sehr schön. Gehen wir mal da rein, weil ich meine, den Türtypen brauchen wir nicht unbedingt. Also bei der Tür brauchen wir nicht unbedingt viele Leute. Deswegen. Oh, Distress, da vorne. Da können wir mal ein bisschen gucken. Board the station. Mhm. You have no choice but to mourn the sacrifice and move on. Scrap 24, okay. Und wir haben einen neuen Typen. Sehr gut. Den können wir dann irgendwo platzieren, nämlich. Moment, nee. Ist einer weg? Kann es sein, dass einer verreckt ist? Kann natürlich sein, weil ich glaube, ich habe da eigentlich einen reingepackt. Na gut. Wir können direkt wieder exiten. Meine Güte, Alter, hier ist ja nichts los, ne? Oh, hire the mercenary to delay the rebels. Fight the ship. Continue. So, dann einmal ballern wir auf deren. Not enough power, halt die Fresse. Halt die Fresse! Wusch, wusch, wusch. Mist. Oh, they missed. Wo sind die? Da. Oh, nope. Oh, geh du da mit rein, so. Aha, jetzt kann ich endlich mal was Anständiges machen. So, allsamt darauf gehen. Können wir eigentlich den mal benutzen hier? Geh du da mal mit drauf. Repair den Shit. Ich habe gerade keine Waffen irgendwie, so. Ich würde gerne den hier nehmen. Und zwar, um ihn rüber zu schicken, aber... Ach, so. Und dann mal eben in... Boah, wohin denn? Hallo. Arschloch. Ja. Ach so, vielleicht sollte man auch die Scheiße aktivieren wieder. Deploy on this... Weil ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn ich da selber drauf baller. Aber scheinbar bringt das ein bisschen was. Oh, da oben ist jetzt. Na gut, lassen wir das erstmal. Auf die Schilde erstmal. Oh nein, er ist gleich tot. Schade. Das hat ach, das ist der Blick in unserem. Huch. What are they doing? No, enough system power. Naja, gut, mal schauen, ob das was wird. Ich bin ja... Ich wage es ja sehr zu bezweifeln. Oh! Okay, das ist das, was wir... Okay. Accept their offer. Wir kriegen Fuel und Scrap. Ja, machen wir, ist mir Wayne. Gehen wir direkt nach Exit. Tschüss. Und in den nächsten Sektor. Zoltan. Yeah, Achievement. Geil. Continue. Oh nein. Oh nein. So, da weiß ich, ist was kaputt gewesen. Deswegen lassen wir den mal eben reparieren. Oha, geht er schnell down, Mann.
So. Müsste eigentlich wieder fertig sein. Kann ich mal gucken. Ja. Du kannst da rein, du bist voll, du bist nicht ganz voll, du kannst da auch mal rein, du bist auch nicht ganz voll, dann kannst du da mal. Ist kein Platz mehr. Ups, dann brauche ich mal eben da hinten ein. Und da, du gehst da mal rein, dann brauche ich dich in den Schilden und du gehst mal, boah, da hin, keine Ahnung, ist auch wichtig. Und ansonsten machen wir dazu, du bist fertig und gehst wieder nach vorne. Dann haben wir es. Jump. Und dann versuchen wir mal aus dem Nebula hier rauszukommen. Und sollten wir da eigentlich. You half expected the ambition. Aha. Okay. Shields. Kann man hier nicht irgendwo Power wegnehmen? Genau da. Und dann. Engines. Machen wir eben die Shields, weil ich irgendwie mehr Bock auf Shielde habe. Ich muss mal gucken, ob ich mir zufällig ein bisschen hiervon holen sollte. Das ist aber sehr, sehr teuer hier zu fixen. Brauche ich, weil das ist gerade sehr, sehr, sehr. So, und irgendwo was für zwei. Nee, haben wir nicht, okay. Man ist ja relativ. Aufgeschmissen, wenn man kaputt geht, ne? Gut. Ansonsten. Distress. Mal gucken, was wir da kriegen. Ob wir da was kriegen. Ich hoffe doch mal, dass wir da ein bisschen Fuel kriegen. Go down the surface to investigate, bring him back to the ship. Hopes of finding some. Leave the madman. Aha. Continue. Haben wir noch einen Typen dazu bekommen? Nope. Aber. Auch nichts anderes. Toll. Noch ein Distress. Im Moment haben wir gar nichts. Also wir sind gerade momentan. Send your crew in the shuttle to help put out the fire. Dock and try to rescue the saviors. Ach, machen wir so. Kriegen wir ein bisschen Scrap. Und ich glaube, einer ist gestorben. Naja. Wir sind schon ziemlich dezimiert. Okay. Jarik oder was auch immer. Dann das Stress war hier gerade. Store. Ja, fliegen wir erstmal nach da. Wir haben mega wenig Fuel und ich glaube, wir werden irgendwo hängen bleiben. Okay, ich kann eh nichts machen. Scheinbar. Und wow. Das ist ja echt unglaublich. Exiten wir. Wir brauchen echt mal irgendwie einen Gegner oder sowas, der uns dann. Ah, Attack. What? Da. Und. Da. Schu, schu, schu. Ach, die haben sogar Schilder. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Not enough System Power. Wieso? So. Kann ich die angreifen? Nee. Warning! Ah! Hilfe! Oh, es brennt! Oh, es brennt! Der steht im Feuer. Egal. He don't care. Wir haben nichts mehr. No! Alles brennt! Die reparieren da den Scheiß. Nein! Nein, ich glaube, wir sind tot. Naja, es hat eh schon viel zu lange gedauert. Wir sind bei 30 Minuten. Einer ist tot. Oh, Burst. Den Laser. Wow. Machen wir da. Keine Ahnung. Kriegen eh nichts auf der Reihe. Boots. Jetzt kriegt er, glaube ich, die Türen auch gar nicht mehr auf. Pilot-Engine. Keine Ahnung. La 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 la. So.
Boots. Da brennt es schon wieder. Autofire! Oh, ich bin tot. Kaboom! Naja, passiert. Erste Runde ging doch eigentlich ganz gut. Score, new high score. Wir gehen ins Quid.